So, der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Das war die Anreise bis zur Zansa-Alm und dann der zweistündige Aufstieg bis zur Schlütterhütte. Jetzt bin ich nochmal in Richtung des Peitler Kofels gegangen, also kurz davor, und hier genieße ich noch den Sonnenuntergang. Herrliches Panorama, wirklich wunderschön. Ich freue mich schon auf morgen. Um zur Puetz-Hütte zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Originalvariante, die führt von da drüben, von dem Pass runter und dann um den Berg herum und auf der anderen Seite hoch. Oder die etwas extremere Variante. Hier sieht man, das ist auch seilversichert. Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Klettersteigset, aber sehr gute Trittsicherheit ist eine Voraussetzung. Wenn das nicht der Fall ist, dann lieber unten lang, ist wahrscheinlich mindestens genauso schön.
Da unten ist das Grödner Joch. Gekommen bin ich von der anderen Seite. Dann geht es runter aufs Grödner Joch. Dort habe ich ein Käffchen getrunken. Jetzt geht es hoch auf der anderen Seite Richtung Pichadü-Hütte oder Piscadü-Hütte. Und da gibt es nochmal ein Päuschen und dann geht es nochmal weiter zum Refugio Boe. Wunderschön. Schön steil. Herrliche Kulisse. Das war die Tour von der Puez-Hütte auf die Boe-Hütte. Die Boe-Hütte sieht man da unten. Hinter mir sieht man den Piz Boe, das ist der höchste Punkt. 3100 irgendwas, ich schreib's dahin. Wunderschöne Tour, herrlich. Und morgen geht's in diese Richtung. Da glänzt sie, lacht sie rüber, die Marmolada. Wird sicher auch eine wunderschöne Tour. Die Hütte ist übrigens ausgesprochen bequem, wurde neu renoviert. Tipptopp, Essen, super, alles gut. Ja, dann werde ich jetzt noch den Sonnenuntergang genießen und dann sehen wir uns morgen. Ich bin jetzt von der Boe-Hütte frühzeitig aufgebrochen, um noch den Piz Boe zu besteigen. Die Hütte sieht man da im Hintergrund oder man sieht sie gerade nicht. Genau das ist das Problem. Ich wäre gerne für den Sonnenaufgang oder kurz nach dem Sonnenaufgang hochgegangen, aber es ist ein bisschen, es zieht da ordentlich drüber. Ich habe hier so ein windgeschütztes Plätzchen gefunden. Hier ist absolut windstill und auch halbwegs schön. Aber ich werde jetzt da oben fragen, ob ich einen Kaffee kriege und dann werde ich auf der anderen Seite absteigen und weitergehen in Richtung Marmolada und Lago Fedaya. Bis später.
Von da hinten komme ich. Da ist der Piz Boé. Dahinter liegt die Hütte Boé. Ich bin über den Boé runter. Und jetzt geht's in diese Richtung weiter. Dann geht's runter aufs Pordoi-Joch. Und dann geht's diesen grünen Berg, den man hier im Vordergrund sieht. Da hinten sieht man die Marmolada. Geht's den Berg entlang auf der anderen Seite Richtung Fedaya Stausee. Hinter mir sieht man den Piz Boé. Von da kommen wir her. Dann sind wir da entlang runter. Ich bin jetzt auf diesem Grasberg. Da unten sieht man noch die Hütte ein bisschen. Das ist Viel del Pan. Und dann geht der Weg da weiter bis zum Vedaya Stausee. Und dieser Berg, den haben wir schon von der Ferne gesehen. Das ist die Marmolada. Es geht dem Ende zu, fast geschafft. Nur noch der Abstieg, circa 30 Minuten bis zum Refugio Marmolada. Durch die Dolomiten führen über 10 verschiedene Höhenwege. Ich habe mich diesmal für einen Teilabschnitt des Alta Via 2 entschieden. Und zwar ging es von der Schlüterhütte bis zum Fuß der Marmolada. Angereist bin ich mit dem Zug nach Brixen und dann mit dem Bus zur Zanseralm. Von dort ging es in circa 2 Stunden hoch zur Schlüterhütte. Danach bin ich in circa 1,5 Stunden noch auf den kleinen Peitlerkofel. Eine zweite Möglichkeit wäre der Aufstieg ausgehend von der Haselhütte über die Peitlerscharte bis hin zur Schlüterhütte. Am zweiten Tag ging es zur Puetz-Hütte und damit gleich mitten rein in die spektakuläre Kulisse der Puetz-Gruppe. Auf der Hütte angekommen gibt es die Option, auf die umliegenden Gipfel aufzusteigen, um den Sonnenuntergang zu genießen. Am dritten Tag ging es für mich zur Boé-Hütte. Der mystische Weg führt raus aus der Puetz-Gruppe und runter zum Grödnerjoch. Vom Grödnerjoch ging es steil bergauf in Richtung Sella-Gruppe, vorbei an der Piscadue-Hütte, welche auch als alternative Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden könnte, weiter hoch in Richtung Mondlandschaft, rund um den höchsten Berg der Sella-Gruppe, dem mächtigen Piz Boé.
Die Boe-Hütte war ausgezeichnet und wer Lust hat, kann am gleichen Tag in ca. 40 Minuten sogar noch den Piz Boe erklimmen. Am dritten Tag ging es für mich über den Piz Boe weiter zur Forcella Pordoi und ganz runter zum Pordoi Pass. Wer sich den Abstieg sparen möchte, kann hier auch die Gondel nutzen. Vom Pordoi Pass geht es gleich wieder hoch Richtung Marmolada. Dort hast du zwei Möglichkeiten, entweder den leichten und gemütlichen Weg, auf dem deutlich mehr Touristen unterwegs sind, oder den Weg über den Grat, den ich gewählt habe. Die Aussicht von dort oben ist einfach sensationell. Zur Rechten der höchste Berg der Dolomiten, die Marmolada, und zur Linken ein alter Bekannter, der Piz Boe. Mit durchgehender Aussicht auf die Marmolada ging es dann weiter bis zum Fedaia Stausee und zu meiner letzten gemütlichen Unterkunft, dem Refugio Marmolada. Für mich ging es am nächsten Tag über Canazei, Vigo di Fassa und Bozen wieder nach Hause. Aber du hast von hier aus natürlich mehrere Möglichkeiten, um deine Tour fortzusetzen. Zwei Möglichkeiten sind westlich rund um die Marmolada bis zum Refugio Contrin, weiter zum Passo Valles und rauf auf die sicher sehr interessante und imposante Pala-Gruppe mit möglichen Übernachtungen auf dem Refugio Mulas, Refugio Rosetta, Treviso und weiter bis nach Feltre, von wo aus die Rückreise angetreten wird. Die zweite Möglichkeit, du steigst nicht westlich, sondern östlich nach Alege ab. Von da an geht es vorbei am Monte Pelmo, vorbei an der Civetta und weiter Richtung Belluno, von wo aus die Heimreise angetreten wird. Meine Ausrüstung verlinke ich unter dem Video. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Alles Gute und bis bald.